Ups. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Kommst du mit? Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinra's Leute fürs Grobe und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf. Hier wird der Weg enger. Ja, danke. Können wir hier noch was machen? Nee. Okay. Ich habe die leider gar nicht gesehen, es war gerade so dunkel. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Da hoch muss ich, ne? Ja. Warte! Nun warte doch mal! Ja, okay. Warte. Und ich warte. Was hast du denn? Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Entschuldigung. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Ja. Das haben wir schon alle festgestellt. Komm, weiter, Vibe. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Die Kirche ist schön. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend.
Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Geh mal bitte da runter, dass ich auch laufen kann. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Weil der Weiber hält, der Cloud. Gewöhn dich besser dran. Aha. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Ah ja, gut, dass du das sagst. Sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Warte mal. Ich glaube, wir müssen nach da, also gehen wir nach da. Cloud, wo willst du hin? Ach, ist ja okay. Wir gehen doch nicht nach da. Oh Gott, was ist das? Du bist rustig. Hallo. Keine komm. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Du bist ja lustig gewesen. Aerith kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf viel gedrückt hättest, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Fällt mir im Traum nicht ein. Ah ja. Du kennst oh Gott, dich wie in süß. Den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig! Ich bitte Sie! Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal! Sei ruhig! Nicht so laut! Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Er weint wirklich! Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Du war doch gerade eine Bank. Bist du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Da vorne. Hey, Cloud, warte doch!
Na komm. Ich muss mich mal kurz hinsetzen. Mich ausruhen, zu Kräften kommen. Oh, ich glaube, jetzt geht's mir besser. Ach Gott, das habe ich jetzt gebraucht. Oh, danke. Jetzt können wir weiter quatschen hier. Was ist denn los? Rutsch mal. Leute, macht mal Platz. Okay, Bahn können wir nicht fahren. Oh, da ist noch eine Kiste. Das gute Geld, das nehmen wir natürlich mit. So, was kann man machen? Also. Hier können wir kaufen, ja dann. Hm? Warte. Bereit zum Ausstieg! Vorbereitung! Fertig! Formation! Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheinen was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das Versteck ist versteckt also. Gut, dass wir hier sind. Deshalb kommt hier niemand vorbei. Komm schon! Los! Halte Dreieck gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste eine besonders mächtige Magie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. So kannst du je nach Kampflage kurze Angriffe in schneller Folge oder einen verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Warum kann ich nichts machen? Konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Tut mir leid, ich hab Genug. Ich mag das, wenn die zaubert, kommen so Blütenblätter raus. Das finde ich total toll. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Lass mich doch trotzdem mal gucken. Was es hier so gibt. Falls es hier was gibt. Hier gibt's nichts. Oder? Naja, Kisten halt. Hm. Tja, sonst gibt's hier nichts. Geht's hier lang? Hier lang. Ja, ja. Ups. Hier gibt's auch nichts. Hm.
Ach so, da wird zu lang. Dann, okay. Warte mal, dann gucken wir nochmal ums Eck. Wenn sie da lang will, dann müssen wir ums Eck gucken. Müssen wir hier hingucken. Also immer wieder am Anfang, ne? Ah ja, okay. Einmal im Kreis gelaufen, gut. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drumherum laufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Oh, es klappt! Gib mir auch Mühe. Was ist irgendwie witzig. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Ist ja geil. Also, wir können... Ah, wir können das Kistchen mitnehmen. Schwarzreif. Okay. Dann können wir nochmal da hoch. Auf die andere Seite. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Nee, ich habe auch Hunger. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also, keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. So, dann schauen wir mal, wo wir lang müssen. So. Hallo. Ich bin da. Huch. Bin ich jetzt dran? Ja. Ich habe übrigens... Das hat geklappt. Ich habe die Aerith ein bisschen ihren Stab aufgemotzt. Wo muss man lang? Hier lang? Nee, da lang? Da lang, ne? Ihren Stab ein bisschen aufgemotzt.
Was heißt ja? Also ich habe halt die Kerne gemacht. Was heißt ja aufgemotzt? Ich habe halt die Kerne gemacht nebenher. Und habe ich sonst noch was gemacht bei ihr? Ah ja, ich habe noch eine Materia eingefügt bei ihr. Und zwar Magieboost. Ich dachte, das ist vielleicht ganz passend. Ist hier irgendwas? Sieht aus wie so ein Trödelmarkt. Aber hier gibt's nichts, ne? Schade. Oder? Nö, ne? Hier gibt's einfach nichts. Halt einfach eine große Fläche. Na gut. Dann gehen wir wieder. Geht's hoch, aber da können wir auch nicht hin. Weil wir das nicht kaputt machen können. Na gut. Okay, okay, okay. Da geht's noch lang. Zu einer Kiste. Hops, Cloud. Hupf. Zurück, Cloud. Zurück. Und hopp. So. Jetzt können wir da oben. Da war... Was war denn das von der Nebenmission? Das können wir doch irgendwo... Konnten wir das doch sehen, ne? Hier. Das verschlossene Tor. Folge dem Weg und überprüfe, ob sich das Tor von der anderen Seite öffnen lässt. Hier sind Kisten. Und das war's auch schon. Da oben geht's lang. Verschlossen. Ja und? Wie komme ich da rein? Wie komme ich denn da rein? Okay. Dann. Vorbei am Tor. Gut. Es bewegt sich! Oh. Ja, aber nicht mehr lange. Keine Chance. Komm mal her. Gerade noch gelesen, die Selbstzerstörung, da war es aber schon zu spät. Hier können wir hoch. Da geht's. Da ist noch eine Leiter. Wir gehen erstmal hier hoch. Da kommen wir auf jeden Fall zu unserer Nebenmission. Diese Tür von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Hm, können wir dann was machen? Abgeschlossen. Okay. Konnten aber... Da kommen wir ja nur wieder zurück. Bei dem Weg sind wir ja gegangen. Wir sind ja dann noch da. Naja gut, jetzt ist er auf jeden Fall mal auf. Wer weiß, wofür wir sie brauchen. Dann geht's da oben noch.
Da können wir auch was machen. Halt. Oh nein, nicht aufhören, Cloud. Und da können wir... nichts machen. Ach so, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal noch nach da und machen hier das Tor auf. Oder auch nicht. Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Und Slickman meine ich dich, Klaus. Na dann. Hier können wir nichts machen, ne? Mal anklopfen. Hallo, wie geht's? Bin der neue Nachbar. Nee. Na gut, also hier können wir auf jeden Fall rüber. Hopp. Und hopp. Können wir noch nach da. Sehr gut. Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Cloud. Oh, bitteschön. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Da geht's auch. Verschlossen. Okay. Vielleicht kommen wir da ja noch irgendwie hin, so nebenmissionsmäßig. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Dort geht's in Richtung Bahnhof. Umzug zwar nicht, ach so. Aber... bin ich müde? Oh, ich auch. Ob das Ganze zu einem Krieg führen wird? Oh, mein Auge. Entschuldigung. So. Was haben wir denn hier? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Was ist da los? Hey! Oh, dieser Schraubenschlüssel! Seit dem Stromausfall wegen des Anschlags neulich funktionieren die Lampen nicht richtig. Heute kam eine Großlieferung Waschpulver herein. Papa bloß. Kann ich mich auch? Ich setze mich mal auf die Bank. Und verschnauf mal. Komm mal hierher. Ja, gleich, gleich, Mädchen. Mecker bloß nicht, wenn du dich verläufst. Oh, ist ja gut, ich komme ja schon. Avalanche ist unser Großvater total aufgedreht. Mal schauen, was wir für den Wir gucken uns gleich alles an. Die Frau, die drängt mich hier. Nun im Inneren von Makoreaktor... Die stecken doch bestimmt mit Wutai unter einer Decke. Und das, wo nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Wollen diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg anzetteln? Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher fasst? Sie sind die Leiterin von Kinderer Rüstungsabteilung, richtig? Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Darf ich Sie um eine Stellungnahme bitten? Jetzt nicht. Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht uns kurz passiert berichten, wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt.
Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Wie ein Ausschnitt. Was wollen Sie damit sagen? Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt! Gehen wir, Cloud. Er hat seine Niederlage wohl nie akzeptiert. Ich wusste, dass sowas eines Tages passieren würde. Unglaublich, diese Avalanche-Spinner. Wie sollen wir bitte